Bruder, muss fucking los, Alter. Die Strahler, die brennen hier in meine Fresse. Ihr müsst wissen, draußen hat es 35 Grad, mit den Strahlen hier drin 43. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie schon gesagt, sitzt heute Max vor der Kamera und Christian in der Kamera. Wir haben die Plätze getauscht und ich sitze immer noch hier. Derby. Ja. Hi. Nice. Hallo. Wir haben heute den weiteren Teil. Wer würde eher Fragen für euch? Und dann sind wir natürlich gespannt, wer hier heute mehr zu bieten hat. Ne? Ich immer. Ja, klar. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Format bzw. diese Art von Videos überhaupt gefällt und schreibt einen netten Kommentar und wenn ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, dann dürft ihr mich gerne abonnieren, denn ich freue mich dann natürlich sehr über jeden einzelnen von euch da draußen, der mich auf meinem Weg auf YouTube begleitet. Und damit ihr auch nichts da verpasst, müsst ihr die Glocke aktivieren, damit euch jedes Video angezeigt wird und alles bestens und prima funktioniert. Wer würde er während eines Vorstellungsgesprächs pupsen? Ich glaube auch gerade, ja, ich habe einen guten Verdauungstag. Es tut mir einfach leid. So wie heute Mittag. Boah, hier stinkt es voll. Aber ich hatte auch einen Anfall, Alter. Nein, ich hatte einen Anfall. Ohne Witz, ich hatte echt einen Anfall. Ich musste es so husten. Ich bin gerade krank, vielleicht hört ihr das auch. Hello, darkness, my old friend. Aber schreib gute Besserung in die Kommentare. Danke für jeden Kuss, geht raus auf dich, Kuss auf die Nuss. Aber ich muss so husten, dass ich es nicht mehr gemerkt habe, ob ich jetzt gepupst habe oder nicht. Wenn du boah, stinkst, weil wer war das? Kennt ihr das? Nee, Max, was du weißt nicht. Wer würde eher in einer Achterbahn kotzen? Ich. Hast du schon mal gekotzt? Nee. Ich schon, Alter. Ich hab in diesem Wikinger-Schiff gekotzt immer, Alter. Da war ich mit dem Fußball mal weg und dann direkt ausgestiegen, über die Reling. Wie verstorbene Wahl. Wer würde eher bei Twilight weinen? Safe Max. Ja, definitiv. Nein. Ja, Twilight ist schon ja, schön. Ja, Twilight, wunderbar. Oh ja, das war schon mein Lieblingsfilm. Ich habe schon alle... Alle fünf Teile durchgesuchtet. Ah, man muss anmerken, es sind vier Teile und der vierte ist geteilt in 1 und 2. Seid ihr eher Team Edward oder Team Jacob? Ja? Naja. Schreiben Sie in die Kommentare. Ich bin natürlich Team. Yes, ja, nicht Edward. Team Jacob. Ja. Beide Arme nichts. Wenn er ein Wolf ist, Alter, der ist fast so strong wie like a lion, Alter, deswegen. Wer würde eher ein Jahr ohne Sex auskommen? Ja? Naja. More Sex, more Problems, oder? Nein, das Ding ist ja, ich weiß ja, wie das ist, Karina weiß ja gar nicht, wie das ist. Ich weiß ja, wie ich... gestorben praktisch. Ja, nee, aber ich würde halt, weil ich bin ja schon geschult da drin. Wie es ist. Wie wir das handhaben, diese Situation, die Trockenzeit. Wisst ihr, das ist wie in der Wüste von der Serengeti. Da kann man halt nicht überall ein Wasserloch direkt finden. Was ist so, ne? Wer würde eher einen Dreier ausprobieren? Ich glaube so 50-50. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich kann mich nicht festlegen. Ich weiß es einfach nicht. Ah, du weißt es nicht. Nein, richtig. Ich kann mich nicht einfach. Du hast so eine Tendenz, aber ja, du kannst dich einfach nicht festlegen. Ich weiß es nicht. Okay, dann machen wir ganz schnell weiter mit der nächsten Frage. Genau. Wer würde eher bei einer Sex-Hotline arbeiten? Ja, safe, wir sind ja okay, nur Frauen. Dann mach mal so, also ich rufe dich jetzt an. Bling, bling. Hey, it's good. Hey, Bruder. Was rufst du schon wieder an? Ich mach gerade hier nebenbei meine Steuererklärung. Jetzt fick mal schön übers Telefon. Oder beim Bügeln oder sowas. Ja. Oh, aha. Ist das heiß. Ist das... Autsch. Du bringst mich ja richtig zum Glühen, du. Du. Wer würde eher auf Morle verzichten können? Grüß mich, Karina, schreibt Patricia noch dazu, ja? Hast du gehört? Ich grüße dich, Patricia. Ja, keine Ahnung, Alter, ich, ja, wahrscheinlich schon auf einmal sie, aber eigentlich früher könnte ich auf Morle verzichten.
aber ja. Früher warst du ein Bro, gell? Früher warst du ein richtiger Bro, Anna. Und jetzt ist mein Bro. Ja. Die Bromance wurde zerkannt, Anna. Wer würde eher 2 Wochen nicht mehr duschen? Tja, selbst nicht. Ja, da habe ich bestimmt, nee. Na, 2 Wochen nicht, aber eine schon. Nee, aber so 3 Tage war, glaube ich, Maximum. Bisschen Zockerino, weißt du? Alle Jungs verstehen das. Wenn die Sucht eingepackt hat. Widerlich. Wer würde eher ins Ausland ziehen? Ja, ich safe nicht, Alter. Ich safe nicht. Ich schon. Nee. Ich kann doch schon vorstellen. Ach ja. Doch. Nee. Warum nicht? Ach, für ein halbes Jahr oder so, oder nicht für mein Leben. Danke, wäre viel zu lang. Das Gute. Gute Essen hier in Deutschland. Wer würde eher durchbrennen? Entweder Carina mit Max oder Chris mit Max Freundin. Ja, wie soll ich das? Also warte. Max. Nee, halt. Nee. Ich kann dich gar nicht sagen. Ich kann ja nicht mein Leben. Wer würde eher einen Trecker fahren? Haben wir doch sogar mit Opa damals immer. Immer. Ja, halt. Alter, weißt du, ich will doch nichts sagen. Immer. Ja, halt mindestens 3 Mal oder so. Mein Gott. Wer würde eher nackt heiraten? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, aber wer heiratet nackt? Das gibt's nicht. Das macht kein Mensch. Ja, bevor du lebst so deine Eltern, das Thema und so ist nackt. Bitte kommen Sie alle ohne Klamotten, danke. Ja, das wäre schon krank, das wäre das Wunsch. Überall im Fernsehen kommst du. Überall. Überall. Wer würde eher in den Knast kommen? Klar, ich wäre Tisha Lamm. Lamm bin ich. Tisha Lamm. Bin ja Lamm, weißt du? Lamm. Die will ja nicht mal irgendwie, wenn. Die macht ja nicht mal irgendwas, wenn die was geschenkt kriegen. Die gibt da noch 5 Euro drauf. Kann ich nicht annehmen, sowas. Ich so, ja, okay, Bruder, dann halt nicht. Ich habe noch eine gute Frage, die ganz schwierig für euch zu beantworten sein wird. Ja. Wer würde sich eher Finger? Ganz klar. Ganz klar. Max, wie oft machst du das? In Tunnel 50 Mal am Tag. Wer würde eher in einer Prüfung vom Nachbarn abschreiben? Ja, der Spickel war mein Lebenselixier in der Schule. Schreibt so in die Kommentare, wer es wäre. Nee, alle lassen Like, wenn ihr schon mal gespickt habt. Wer würde eher ein Dixie-Klo sauber machen können, ohne zu würgen? Ich würde auch würgen. Aber ich glaube, die würde nicht mal in die Nähe vom Dixie-Klo gehen. Also, ich könnte kotzen. Ich glaube, ja, ich ja. Ich konnte nicht mehr ab. Also, ich war mal in einem Restaurant, da, wo wir in Dings waren, in München. Da hat so gestunken auf diesem Klo. Ich bin reingelaufen. Wieder rausgekommen. Oh. Wer würde eher SM ausprobieren? Wer würde sich eher eine Liebesschaukel im Zimmer aufhängen? Next, ne? Eigentlich würde ich mir selber keine aufhängen, das zählt jetzt nicht. Weil die haben mir eine aufgebaut. Ja, aber für dich. Für dich. Ja, aber ich hätte mir selber nie eine aufgehangen. Wer würde eher ein Porno drehen? Max muss dazu seine Hintergrundgedanken mal freien Lauf lassen. Was? Früher müsst ihr euch vorstellen, Max. Es ist so ein Geschwätz. Max, 14 Jahre. So ein Geschwätz. Das habe ich nie gesagt. Gut, Max, du bist erlöst, ja. Ihr seid erlöst, alle. Schreibt mal in die Kommentare, wer besser war. Team Jacob oder Team Edward. So, liebe Freunde, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da und schreibt was Nettes in die Kommentare. Wenn ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, dann abonniert jetzt und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keins von meinen Videos mehr verpasst. Ja, ansonsten, war's es, ne? Schaut noch bei Max und Chris vorbei, die haben natürlich sehr auch nett, danke. Ein Video veröffentlicht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, gell? Danke, ja. Wir sehen uns mal wieder bei Dr. Love, oder? Ja, Dr. Love. Ja, Bis zur nächsten Game Show, Freunde. Ja. Ah, nee, Beratungstermin, genau. Handshake ist vorbei. Ja. Danke, okay. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss. Denkt immer dran, jeder von hier draußen hat seine eigene Art und Weise einfach wunderschön. Tschüssi, Depp. Sekunde 1 und du weißt.